Meine Damen und Herren, begrüße Sie herzlich. Ich freue mich, dass Sie zahlreich hier noch beim letzten Vortrag dabei sind. Und ich freue mich, Ihnen interessante Informationen geben zu können über einen Naturstoff, Beta-Glucan, den man mit Fug und Recht als potenten Aktivator des Immunsystems bezeichnen kann. Und wie so oft liefert uns die Natur die besten Vorbilder. Und man ist gut beraten, sich mal bei der altbewährten Volksmedizin umzuschauen. Lernen wir also von altbewährter Volksmedizin, die Pilze, die, wie sich ja später herausstellte, Beta-Glucane enthalten, sind schon seit Jahrhunderten im traditionellen Einsatz in der asiatischen Volksmedizin gegen Infektionskrankheiten und gegen Krebs. Ziel ist es natürlich, das Immunsystem zu unterstützen, damit derjenige besser diese Erkrankung bewältigen kann. Man hat dann lange geforscht, was sind denn die Substanzen, die da sich so segensreich auf das Immunsystem auswirken. Und man ist dann auf die Beta-Glucane gestoßen, die eben zunehmend jetzt im Fokus der Wissenschaft angekommen sind. Mittlerweile gibt es mehrere tausend Publikationen zu den günstigen Effekten der Beta-Glucane. Ja, Beta-Glucane sind Strukturelemente und Speicherelemente. Es sind Kohlenhydrate, die in Zellwänden von Pilzen, Hefen, Algen, Lichen und auch ein paar höheren Pflanzen wie etwa Gerste und Hafer vorkommen. Ja, ein bisschen Chemie kann ich Ihnen nicht ersparen, wie Sie sehen. Das ist mal so ein richtig schickes Beta-Glucan-Molekül, denn Beta-Glucan ist nicht gleich Beta-Glucan. Eine ganz bestimmte Sorte hat sich als besonders immunmodulatorisch aktiv erwiesen und das sind die Beta-1316-Glucane. Was soll das bedeuten? Es ist nicht so kompliziert, wie es da aussieht. In Dunkel, die Hauptkette, die Sie so unten sehen auf dem Bild, müssen Sie sich vorstellen wie Perlen auf der Schnur. Die einzelnen Elemente sind nichts anderes als Glucopyranose-Einheiten. Das heißt, eine Glucose ist ein Sechserzucker, bildet einen Ring und die ketten sich hintereinander weg. Und die reichen sich immer die Arme und das sind einmal C-Atom 1 und einmal C-Atom 3. Das ist die Hauptkette. Unterscheiden tun sich die Beta-Glucane jetzt in der Frage, wie die Seitenkette angehängt ist. Und bei den besonders immunmodulatorisch Aktiven ist die Seitenkette, wie Sie sehen, immer am C6-Atom angehängt, also 1,6. Daher kommt dieser sperrige Name Beta-1316-Glucane. Und das sind die, die eben besonders positiv das Immunsystem beeinflussen können. Die Beta-Glucane sind schon seit geraumer Zeit, um genau zu sein, seit 2011 von der Europäischen Kommission als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Und eine entsprechende Zulassung in Amerika bei der FDA gibt es schon seit 2008. Die sind also sicher, die Beta-Glucane, hier in dem Falle besonders die, die aus der Bäckerhefe gewonnen werden, Saccharomyces cerevisiae. Normalerweise ist ja so ein Beta-Glucan nicht Mutterseelen allein in der Zellwand, sondern hat seine Begleitstoffe dabei, Proteine, Chitine und so weiter. Durch einen komplizierten, aber auch schonenden Aufreinigungsprozess kann man jetzt das Beta-Glucan herauslösen und von allen störenden Begleitsubstanzen befreien. Das hat zwei Vorteile. Zum einen wird die immunmodulatorische Potenz dadurch erhöht. Und zum anderen werden Allergien vermieden. Um Ihnen das zu verdeutlichen, es ist wirklich so, dass Beta-Glucane in einer solch reinen Form aus der Hefe gewonnen werden können, dass selbst Hefeallergiker, also Menschen, die auf Hefe allergisch reagieren, diese reinen Beta-Glucane als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen können. Sie sind also wirklich sicher. Gucken wir uns jetzt mal in vier Schritten an, was mit dem Beta-Glucan passiert nach oraler Aufnahme. Wie funktioniert das Ganze? Zunächst mal sehen Sie hier auf dem Bild, die Beta-Glucane sind säurestabil.
Sie passieren also zunächst völlig ohne rechts und links zu gucken den Magen, landen irgendwann im Dünndarm und werden dort resorbiert. Im Schritt 2 treffen Sie im Dünndarm auf dort befindliche Makrophagen. Makrophagen sind wenig zimperlich, das wissen Sie, das sind Fresszellen. Was die als körperfremd erkennen, fressen sie, verhackstücken es im Inneren und spucken die Fragmente wieder aus. Genauso passiert es hier mit dem Beta-Glucan. Also die Beta-Glucane werden als körperfremd erkannt, werden im Inneren der Makrophagen in Fragmente zerlegt und dann wieder freigegeben, die Fragmente. Im dritten Schritt sind jetzt die Beta-Glucan-Fragmente frei und werden an Oberflächenrezeptoren von neutrophilen Granulozyten angedockt. Dadurch ist der neutrophile Granulozyt, und das ist ja die wichtigste Immunzelle, die wir haben, aktiviert. Und im nächsten Schritt dann kommt die eigentliche Immunreaktion zustande. Der aktivierte Granulozyt kann jetzt noch gezielter, noch schneller und noch effektiver eindringende Krankheitserreger, sei es Viren, Bakterien oder sonst was, unschädlich machen durch die Immunreaktion. Wir haben also durch die Beta-Glucane eine Aktivierung der Immunzellen. Nochmal zur Wirkung. Wie kann es passieren, dass die Beta-Glucane so schnell als körperfremd von den Immunzellen erkannt werden? Das erfolgt über sogenannte Pumps. Die Beta-Glucane werden also von den Immunzellen als Pumps erkannt. Was soll das bedeuten? Pumps steht für pathogen-assoziierte molekulare Muster, Englisch Pattern. Das sind Oberflächenstrukturen und die erkennen die Immunzellen. Die Immunzellen haben dafür ganz bestimmte Rezeptoren. Das sind die PRR, sogenannte Mustererkennungsrezeptoren. Das passt also zusammen, wie Sie hier auf dem Bild sehen. Und den kleinen unfreundlichen Gesellen dort unten, das ist ein Makrophage, da sehen Sie diese Rezeptoren mal schematisch dargestellt. Der Makrophage hat also wichtige für Beta-Glucan spezifische Mustererkennungsrezeptoren, einen Dectin-1 und einen Toll-like-Rezeptor. Das heißt, die Makrophagen, die sind jetzt hier links im Bild, aber auch die dendritischen Zellen, die sehen Sie hier rechts im Bild, erkennen die Beta-Glucane, schnappen sie sich, verhackstücken sie und geben die Fragmente wieder in die Lymphe frei. So, jetzt geht's weiter in der Kaskade, die da in Gang gesetzt wird. Oben sehen Sie die Fragmente. Und dann sehen Sie, wie die Immunzellen aktiviert werden, indem die Beta-Glucan-Fragmente an die Oberflächenrezeptoren andocken. Links im Bild eine natürliche Killerzelle, rechts im Bild ein neutrophiler Granulozyt. Beide werden durch dieses Andocken aktiviert. Das soll hier der Blitz darstellen. Die sind also in erhöhter Bereitschaft, diese Immunzellen. Was Sie hier auch sehen auf dem Bild, ist, dass zusätzlich noch eine ganze Kaskade von Zytokinschüttungen erfolgt, sodass also auch Interleukine und Tumornekrosefaktor Alpha zu einer Aktivierung zytotoxischer T-Zellen und T-Helferzellen führt. Diese sind ja Bestandteil des erworbenen Immunsystems, sodass man hier sehr gut sehen kann, dass die Beta-Glucane tatsächlich beide Komponenten des Immunsystems aktivieren, sowohl das unspezifische, also das angeborene Immunsystem, wie auch das erworbene, die adaptive Immunabwehr. Wichtig zu wissen. Gucken wir uns jetzt mal so ein paar wissenschaftliche Ergebnisse an. Ich hatte Ihnen ja erzählt, es gibt tausende von Publikationen mittlerweile über die Beta-Glucane. Ich habe sie nicht alle dabei, aber ein paar würde ich Ihnen gerne vorstellen. Eine sehr imposante Sache ist die, dass die sogenannte Killing-Aktivität von neutrophilen Granulozyten und von Monozyten um bis zu 49% zunimmt bei einer Beta-Glucan-Einnahme von 2,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Also das ist doch eine ganze Masse, so wie die aktiviert werden, die Immunzellen. Da kommt einem im Hinterkopf natürlich gleich jede Menge Ideen, wie man die Beta-Glucane einsetzen kann. Und eine Sache ist natürlich, klar, wenn ich mein Immunsystem stärke, werde ich vielleicht nicht so oft krank. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Erkältungsprophylaxe, also das Stichwort, da gab es eine Studie drüber. Die Teilnehmer haben 26 Wochen lang, also ein halbes Jahr, Placebo bekommen oder Beta-Glucan. Und es hat sich in der Beta-Glucan-Gruppe gezeigt, dass die über diesen langen Zeitraum hinweg um das Achtfache weniger anfällig waren, eine Erkältung zu bekommen. Fazit 1 also, es gibt wirklich einen prophylaktischen Effekt von den Beta-Glucanen. Und die wenigen, die tatsächlich doch eine Erkältung bekommen haben, haben darüber berichtet, dass diese Erkältung kürzer war und weniger schwerwiegend. Also viel leichtere Symptomatik. Insofern zeigt sich da also ein schönes Einsatzgebiet für die Beta-Glucane. Marathonläufer. Also Sport ist ja gut für die Gesundheit, wissen wir alle, aber ein Marathonlauf ist natürlich eine Herausforderung, nicht nur für den Läufer, sondern auch für sein Immunsystem. Marathonläufer sind sehr gefährdet, nach einem Lauf sogenannte Urtis zu entwickeln. Urtis sind nichts anderes als Infektionen des oberen Respirationstrakts. Jetzt hat man hier in einer Studie Marathonläufer auch entweder mit Placebo oder mit Beta-Glucan versorgt und hat sie untersucht, 2 Wochen und 4 Wochen nach dem Marathonlauf. Was sich ganz klar ergeben hat, ist, dass die Beta-Glucan-Gruppe signifikant weniger Urti-Symptome entwickelt hat. Und zum anderen haben die Teilnehmer auch über einen signifikant besseren Gesundheitszustand nach dem Marathonlauf berichtet. Eine interessante Sache, wie ich finde. Jetzt legen wir noch eine Kelle drauf. Hochrisikopatienten in der Thoraxchirurgie. Hier hat man 2 Beta-Glucan-Gaben vor der OP und 2 Beta-Glucan-Gaben nach der Operation in einer Studie gegeben, natürlich auch doppelblind und gegen Placebo getestet. Und interessanterweise war es tatsächlich so, dass die Beta-Glucan-Gruppe mit signifikant weniger Komplikationen durch diese schwere Zeit gekommen ist. Es mussten weniger Antibiotika verabreicht werden und der Aufenthalt, der notwendig war auf der Intensivstation, war signifikant kürzer. Auch eine wirklich interessante und tolle Sache. Ja, für uns in der Apotheke, was ist denn da interessant? Wir betreiben ja nun keine Thoraxchirurgie, aber Allergie, das haben wir täglich. Das ist ein Beratungsgebiet, wo uns dann ganz viele tolle Ideen kommen können hinsichtlich Beta-Glucanen. Und da gab es natürlich auch eine Studie. Ich muss erst mal vorwegschicken, bei einer Allergie ist das sogenannte TH1-TH2-Gleichgewicht auf die TH2-Helferzellen verschoben. Was bedeutet das? Die T-Helferzellen des Subtyps 2 induzieren ganz bestimmte Interleukine, nämlich 4 und 5. Und die ihrerseits induzieren die Bildung von ganz bestimmten Immunglobulinen, nämlich IgE. Und das IgE, Reagin auch genannt, das ist verantwortlich für die Allergien des Soforttyps. Und da haben wir dann genau den Salat. Bei der Gruppe, die die Beta-Glucane bekommen hat, konnte nachgewiesen werden, dass deutlich weniger Interleukin 4 und 5 unterwegs sind. Und man konnte auch nachweisen, dass viel weniger eosinophile Granulozyten unterwegs sind. Das sind nämlich ganz wichtige Effektorzellen bei inflammatorischen Entzündungsreaktionen. Also auch das hat abgenommen. Das heißt, ein sehr günstiger Effekt bei allergischer Rhinitis durch die zusätzliche Behandlung mit Beta-Glucan. Was also eine Rolle als adjuvante Therapie sehr gut denkbar macht. So, überhaupt Allergien ist ja so ein Thema. Hier haben wir jetzt mal eine Ambrosienallergie. Ist ja auch etwas, was immer häufiger wird.
Und was auf diesem Chart interessant ist, das sehen Sie hier, das sind diese drei Sternchen. Da hat sich nämlich gezeigt, dass in der Gruppe, die Beta-Glucane bekommen hat, dass es dort zu einer ganz starken Abnahme der Zahl der Gesamtallergiesymptome kam, und zwar um 28%. Desgleichen wurde auch berichtet über ein grundsätzliches Abnehmen des Schweregrads der Symptome und das um satte 52%. Und insgesamt haben die Probanden auf einer VAS, das ist eine visuelle Analogskala, angekreuzt, wie sie sich so fühlen und wie schwer so ihre Symptome sind. Und da wurde insgesamt auch der Schweregrad der Symptome um 37% geringer angekreuzt. Also auch ganz tolle Ergebnisse bei den Allergien. Jetzt wird's kompliziert. Sie haben hier ein richtig hübsches Chart, das ist schon fast ein Drama mit Besetzungsliste hier links. Ich werde es Ihnen kurz erläutern. Es geht jetzt hier darum, dass man zeigen konnte, dass Beta-Glucane in der Lage sind, in der Krebstherapie die Wirkung von monoklonalen Antikörpern zu verstärken. Hier ist jetzt mal als monoklonaler Antikörper das Beispiel Rituximab. Und ich erkläre Ihnen mal kurz, worum es geht. Wenn Sie mal so ein bisschen rechts gucken, diese grauen Bösewichter, das ist ja die Tumorzelle, rechts von diesem Strich. So läuft die Tumortherapie, das heißt, der Tumor soll von den monoklonalen Antikörpern erkannt werden und deswegen markiert man ihn, das ist die sogenannte Opsonierung. Die Opsonierung funktioniert durch Markierung mit Komplementfaktoren. Das sind die kleinen lila Kreise, die sich da an die Tumorzellen andocken und dann stürzt sich der monoklonale Antikörper drauf und führt dann die Tumorzelle ihrem Tod zu. So ist die Tumortherapie. Das Ganze kann jetzt durch die Beta-Glucane noch verstärkt werden. Das sieht man jetzt links von dem Strich. Das haben Sie alle schon gesehen. Der Makrophage erkennt die Beta-Glucane als körperfremd, nimmt sie auf, legt sie, zerlegt sie in Fragmente, gibt die Fragmente frei. Die Fragmente binden an den neutrophilen Granulozyten. Der ist dadurch aktiviert und ist jetzt in der Lage, noch schneller und effektiver und vor allen Dingen noch zielgerichteter, diese opsonierten Tumorzellen aufzuspüren und zu fressen. Das ist also eine tolle zusätzliche Möglichkeit, die Tumortherapie zu unterstützen durch Beta-Glucane. Fassen wir mal zusammen, was ich Ihnen jetzt hier alles schon erzählt habe hinsichtlich der Eigenschaften von Beta-Glucanen. Sie sind sicher, sie sind als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Sie können so schonend extrahiert und aufgereinigt werden, dass sie keine unerwünschten Nebenwirkungen mehr zeigen und auch keine Allergien auslösen. Aus der Hefe gewonnene Beta-Glucane, Saccharomyces cerevisiae, die sind besonders immunmodulatorisch aktiv, weil sie auch eine ganz bestimmte glykosidische Bindung aufweisen, nämlich Beta-1,3,1,6. Ja, grundsätzlich konnte nachgewiesen werden, dass sowohl das angeborene wie auch das adaptive Immunsystem gleichermaßen von den Beta-Glucanen aktiviert werden kann. Letztendlich haben wir also eine tolle Möglichkeit, die körpereigenen Abwehrkräfte durch Beta-Glucane zu unterstützen. Zusammenfassend nochmal, was habe ich Ihnen alles so erzählt über den Stand der Forschung, was gibt es da so Interessantes? Jede Menge Untersuchungen mittlerweile und es geht noch weiter, es sind viele Untersuchungen jetzt aktuell auch noch in der Mache, sage ich mal salopp. Die gesteigerte Killing-Aktivität um 49% habe ich Ihnen gezeigt. Erkältungsprophylaxe wurde betrieben in einer Studie. Weniger Erkältungen und wenn es überhaupt zu einer Erkältung kam, dann war die nicht so lang und vor allen Dingen nicht so schwerwiegend. Was gab es noch? Sportler nach einem Marathonlauf waren signifikant besser vor Atemwegserkrankungen geschützt und haben sich auch besser gefühlt insgesamt.
wunderbare, positive, schützende Effekte gibt es auch bei prä- und postoperativer Gabe. Und ein schönes Einsatzgebiet für uns denkbar in der Apotheke ist die adjuvante Therapie von allergischer Rhinitis und Allergien überhaupt. Also Beta-Glucane als wunderbare Unterstützung zur antiallergischen Standardtherapie bringen da sehr gute positive Effekte. Und zu guter Letzt adjuvante Therapie in der Krebstherapie am Beispiel des monoklonalen Antikörpers Rituximab konnte belegt werden, dass die Beta-Glucane in der Lage sind, hier die Wirkung dieser Antikrebstherapie noch zu verbessern. Wichtig bei all den Möglichkeiten, die man mit Beta-Glucanen hat und was Ihnen alles im Hinterkopf vielleicht jetzt schon einfallen mag, was Sie damit Gutes bewirken können, es liegen keine Daten vor über immunsupprimierte, also Beta-Glucan-Anwendung bei immunsupprimierten Patienten und auch nicht bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Das wäre also eine Einschränkung, die es zu bedenken gilt. Ja, Fragen kostet nichts. Wenn Sie mögen, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie noch Fragen haben, und bedanke mich an dieser Stelle schon mal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren, und ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar schöne Anregungen über diesen interessanten Naturstoff Beta-Glucane mit auf den Weg geben konnte. Ich bedanke mich herzlich.